Robert Metpaar. Der Sohn eines Menschen. Teil 1. Maria. Kapitel 6 bis 7. Kapitel 6. Die Wahrheit. Die Geburt Jesu Christi geschah also, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war. Er fand sechs, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war, von dem Heiligen Geist. Matthäus, Kapitel 1, Vers 18. Die bittere Erkenntnis. In der Verzweiflung. Das Leben der Verlobten gestaltete sich recht angenehm. Nach der Verlobung besuchte Maria ab und zu Josefs Haus, um ihm zu helfen, ihr künftiges Zuhause vorzubereiten. Doch sie wohnte nach wie vor bei ihren Eltern. Nach den jüdischen Gesetzen durfte sie erst nach der Hochzeit endgültig zu ihm ziehen. Ab und zu verfiel die nachdenkliche Maria einer Traurigkeit. Dann ging sie geistesabwesend in Josefs vier Wänden umher und war wortkarg. Falls in solchen Augenblicken Josef zu ihr kommen wollte, erfand sie immer irgendeinen Vorwand, um, wie sie glaubte, unauffällig sich zu entfernen. Meist ging sie nach Hause zu Joachim. Zu Josef kehrte sie dann erst am nächsten Tag zurück. Oder sie ging in die Stadt und kehrte sehr spät zurück mit einem Einkauf, der oft gar nicht so dringend nötig war. Und so ließ der erste Krach nicht lange auf sich warten. Josef war ein sorgfältiger und gefühlvoller Verlobter. Er liebte seine Braut über alles, doch dumm war er keinesfalls, und seine Geduld war nicht uferlos. Am Anfang entschuldigte er großmütig die seltsamen Launen seiner Eheliebsten, besonders diejenigen Augenblicke, in denen er ihr offensichtlich mit seiner Anwesenheit auf die Nerven ging. Dann konnte Maria bissig, streitsüchtig und verletzend sein. Zuerst wurde der gekränkte Josef mit solchen Nervenkrisen auf eine einfache Art fertig. Mit einem Schulterzucken wendete er sich seiner beruhigenden Arbeit wieder zu, oder er besuchte manchmal eine naheliegende Weinstube und überließ Maria ihrer Einsamkeit. Nach seiner Rückkehr fand er sie meistens entspannter, rücksichtsvoller, und sie bat ihn häufig um Vergebung für ihr unmögliches Verhalten. Nur über ihre überzeugende Zuneigung zu ihm zweifelte Josef nach wie vor. »Hör mal, Maria«, begann er eines Nachmittags, »als ich mit dir unsere Verlobung feierte, dachte ich, dass ich eine Frau aus Fleisch und Blut bekomme, die vielleicht auch ein kleines Stück Herz besitzt. Aber du bist hart und kühl, gefühllos wie ein Stück Holz. Und auch das Stück Holz würde sich von mir besser bearbeiten und anpassen lassen als du. Mein Schatz, ich liebe dich zwar jetzt wie früher genauso sehr, jedoch muss ich dir gestehen, dass ich mich manchmal in der Kneipe, mit allerlei Quatsch und Trunk besser fühle als bei dir zu Hause, wo du andauernd nur deine Stirn runzelst.« Maria erstaunte mit Schauer über Josefs Worte. Das wollte sie nicht. Gerade jetzt, wo sie bald auf Josefs volles Verständnis angewiesen sein würde, dürfte sie ihn nicht verärgern. »Sei mir nicht böse, Josef, ich bitte dich«, streichelte sie seinen Arm. »Ich fühle mich nicht wohl die letzte Zeit. Ich leide unter Kreuzschmerzen, habe Kopfweh und kämpfe mit der Übelkeit. Dann bin ich unmöglich zu dir, obwohl es mir leid tut. Verzeih mir, mein Liebster.« So versuchte Maria ihre Sehnsucht nach den Jerusalemschen Tagen, auf ihre gesundheitlichen Beschwerden, die sie auch tatsächlich hatte, abzuleiten. Josef erschrak. Wie dumm war er. Maria ist krank. Solche Erklärung ihrer Gemütszustände ist ihm noch nicht eingefallen. Wie gefühllos war er selbst zu seiner Maria. Josef atmete auf, erfreut, dass Marias Liebe zu ihm nicht in Frage stand. Oh, Maria, Maria! Warum hast du mir es nicht schon früh anvertraut? Lass alles stehen und fallen, und lege dich hin. Warte. Ich werde sofort einen Arzt holen. Josefs ursprüngliche Wut wurde von Gewissensbissen wegen seiner Grobheit abgewechselt. Nein, nein, erzitterte Maria. Ihre Augen breiteten sich vor Panik aus. Ein Arzt würde die Ursache ihrer Beschwerden sicher erkennen. Ihm würde sie nichts vormachen können.
und Josef würde schon heute die für ihn so schockierende Wahrheit erfahren. Darauf war sie noch nicht vorbereitet. Hole keinen Arzt, Josef. Der wird uns nur Geld kosten. Ich glaube nicht, dass es was Schlimmes ist. Ich kann es gut aushalten. Bleib bei mir. Geh nicht weg, Josef. Bitte, bitte. Nein, Maria, entschied Josef kompromisslos. Ich möchte meine Frau nicht leiden sehen. Es dauert ja nicht lange. Und etwas Geld haben wir auch angespart. Nein, den Arzt werde ich dir holen. Josef verließ schnell das Haus. Und in der Tat, noch bevor die Sonne unterging, wurde Maria von einem erfahrenen, grauhaarigen Arzt untersucht. Er berührte ihre eiskalt verschwitzte Hand, öffnete ihren verkrampften Mund, hörte ihre Lunge ab, warf einen Blick in ihre weit geöffneten, bangen Augen und legte sie schließlich auf ihre Liege zurück. Mit geschickten Fingern betastete er ihren etwas vorgewölbten Leib, und sein professionell ernstes Gesicht ließ sich nichts anmerken. Der aufgeregte Josef betrachtete sein fachliches Können mit der größten Sorge. Er atmete erst auf, nachdem sich die strenge Miene des Arztes entspannte. Endlich richtete sich der alte Arzt mit einem Ächzen wieder auf. Mit einem geheimnisvollen, feierlichen Lächeln drückte er herzlich Josefs Hand. Ich gratuliere, sagte er nur. Josef war verwirrt. Was soll es bedeuten, Meister? Nichts anderes, als dass du ab diesem Augenblick deine Braut so viel wie möglich schonen musst. Verstanden? Sie ist fast noch ein Kind. Keine schwere Arbeit, kein Tragen von schweren Wassergefäßen von der Quelle, aber auch keine seelische Aufregung. Ist es dir klar? Nein, Meister. Ich begreife immer noch nichts. Um Gottes Willen, worum handelt es sich hier? Du wirst Vater, mein Freund. Josefs Augen erstrahlten vor Freude. Er beugte sich zu seiner Frau und küsste sie dankbar. Ich danke dir, meine Frau, meine liebste Maria, sagte er. Er streichelte liebevoll ihren Bauch. Josef hätte vor Freude bis in den Himmel springen können. Er würde ein Kind haben. Sein und Marias Kind. Josef wendete sich erneut zum Arzt. Wann wird es geschehen, Meister? Keine Angst, mein Freund. In 3 Monaten darfst du deinen Sohn erwarten. Ich glaube wenigstens, dass es ein Sohn sein wird. Es gibt da ein Zeichen. Weißt du, ein Sohn verändert die Gesichtszüge einer Mutter mehr, als die Tochter es tut, wie ich häufig festgestellt habe. Josef nahm seine letzten Worte nicht mehr wahr. Auf seiner Stirn bildeten sich Falten des Unverständnisses. Meister, das kann doch nicht möglich sein, sagte er fassungslos. Sind Sie ganz sicher, dass... Mein Freund, erzürnte sich der erfahrene Mann. Bin ich hier der Arzt oder du? Hättest du so viele schwangere Frauenbäuche abgetastet wie ich, würde dich jede ähnliche Frage zutiefst beleidigen. Entschuldigen Sie, Meister, ich kann nur nicht verstehen, verteidigte sich Josef. Wenn du nicht verstehst, dann lass es sein, mein Freund. Deine Frau wird dir schon helfen, das zu begreifen. Habe ich recht, du glückliches Mütterlein? Der alte Arzt nahm seine rasselnde Ledertasche und ging fort. Der geistesabwesende Josef öffnete ihm zerstreut das knirschende Tor und begleitete ihn dann einige Schritte Richtung Stadtmitte. Ist alles in Ordnung, Meister? Fragte er erneut gequält von Sorgen. Du bist aber ein Plagegeist, antwortete der Arzt mürrisch. Nur mit der Ruhe. Das erste Kind stürzt gewöhnlich die ganze Familie in eine Panik. Auf das zweite Kind wird man sich schon freuen. Das dritte Kind lässt euch dann ganz gleichgültig sein. Das vierte Kind werden sie vielleicht gar nicht mehr beachten. Das fünfte Kind wird euch möglicherweise erschrecken, geschweige von den folgenden. Sie sind ein großer Arztmeister, aber, wissen Sie, das war nicht meine Frage. Ich meine, wir sind erst seit 2 Monaten verlobt. Na und? Du bist mir keine Rechenschaft schuldig, mein Freund. Wer kann dir das nach so langen Jahren der Entbehrungen schon verübeln? Hab keine Angst. Ich werde euch nicht verraten. Ich werde schweigen, nickte der Arzt verschwörerisch. Du bist nicht der Einzige, der es eilig hatte. Es ist ja schließlich deine Sache.
Wenn ein Kind nach der Verlobung noch vor der Hochzeit auf die Welt kommt, wen soll es stören? Das ist euer gutes Recht. Es ist schließlich nur dein Problem. Und damit Schluss. Meister, Sie verstehen mich immer noch falsch. Wissen Sie, das ist doch nicht möglich, das, was Sie sagen. Wir haben nämlich bis vor einem Monat gewartet. Meine Braut war vorher lange Zeit in Jerusalem. Ach so? Der Arzt, der in seinem Leben allerlei erleben und erfahren musste, wurde plötzlich wie von einem Hustenanfall überfallen. Während er so etwas Zeit gewann, sich nach der Überraschung zu fassen, warf er einen verstohlenen Blick auf den blauäugigen Josef und rieb sich schnell seinen Mund mit dem Handrücken, um ein unpassendes Hohnlächeln zu unterdrücken. Ach, so liegen die Dinge. Da mach dir keine Gedanken, mein Freund. Es gibt viele Ereignisse zwischen Himmel und Erde. Nur der Gott selbst versteht alles. Vieles können wir nicht begreifen. Doch Josefs Verstand reichte aus. Er reichte aus, um in sein benommenes Gehirn etwas Klarheit zu bringen. Auf dem Rückweg nach Hause machte er in einer nahegelegenen überfüllten Kneipe Halt. Dort begoss er seine beunruhigenden heraufkommenden Gedanken mit starkem unverdünntem Wein. Und wie es in seinem Kopf zunehmend klarer wurde, bestätigten sich seine schlimmsten Befürchtungen. Sein anfängliches Glückgefühl kippte nun in eine enttäuschte, unverzeihliche Kränkung um. Josef bekam Zorn auf die Maria, auf sich selbst und überhaupt auf die ganze Welt. Er leerte noch ein paar Weinbecher aus, um etwas Eintrübung in seinem Schmerz zu erreichen, und taumelte dann heim. Die schluchzende Maria wartete ängstlich auf Josefs Rückkehr. Als sie sein besoffenes Stolpern auf der Straße hörte und bald auch sein gerötetes, hasserfülltes Antlitz sah, ballte sie sich auf ihrer Liege zusammen und umarmte ihren Bauch, als ob sie ihren Schatz vor Schlägen schützen wollte. Der unglückliche Josef hatte nicht die Absicht, Maria zu schlagen. Er plumpste nur schwer auf den Stuhl und schlug mit der Faust auf die massive Tischplatte ein. Weißt du, Maria, was du bist? Schrie er sie klobig an. Weißt du das? Solches aussprechen? Ich Blüder. Ich Dummer. Ich sehe jetzt wie ein Esel aus. Josefs Augen leuchteten etwas abgestumpft, doch deutlich feindselig, und wie er sich immer wieder mehr erregte, nun auch ausgesprochen böswillig. Maria saß regungslos, niedergeschmettert und still. Sie strengte sich an, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Einen Ausweg, der ihr helfen sollte, das zu retten, was zu retten war. Sie begriff sofort, dass ihr Verlobter die volle Wahrheit erfahren hatte. Wenn er sie verstoßen würde, dann hatte sie nichts gewonnen, nur einem weiteren Menschen Leid und Schmerz zugefügt. Pack deine Sachen und hau ab. Hörte sie die befürchteten Worte Josef auszusprechen. Hau ab. Du bist entlassen. Geh. Verdrücke dich vor meinen Augen. Hörst du? Ich will dich nie mehr sehen. Also deswegen warst du wie verwandelt nach deiner Rückkehr. Du musstest einen Trottel finden. Und das war ich. Dazu war ich dir gut. Du hast mir sehr weh getan. Und jetzt raus. Hau jetzt endlich ab. Lass dich hier nie mehr blicken. Nie in meinem Leben. Niemals. Hörst du? Niemals. Ich Trottel. Josef schüttelte mit dem Kopf und legte seine heiße Stirn auf den kühlen Tisch. Maria dachte fieberhaft nach. Es war alles verloren. Oder auch nicht? Jetzt in diesen Sekunden gibt es noch eine einzige, winzige Chance, eine Hoffnung, dies alles zurückzukehren, zu retten. Jetzt kam die schwere Stunde der Wahrheit, die sie von Anfang an ängstigte.
Immer wieder verdrängte sie die Gedanken an diesen Augenblick, in dem der vertrauensvolle Josef begreifen würde, dass das Kind, von dem er seinen Nachfolger erwartete, auf das er sich so gefreut hatte, dass dieses Kind nicht die Frucht seiner Liebe war. Dass es ein Kind der Sünde war. Der Sünde, die nicht vergessen werden konnte, weil sie ständig durch die bloße Existenz dieses Kindes lebenslang in frischer Erinnerung bleiben würde. Maria hatte sich bisher damit getröstet, dass sie ihm dann etwas einreden könnte. Doch jetzt war sie ertappt, überrascht, unvorbereitet, mit einem leeren und aufgebrachten Kopf. Sie wurde von ungeheurer Angst ergriffen. Maria bängte um das Schicksal des Sprösslings, der sich bereits in ihrem Leibe bewegte. Sie schauerte vor der Schande, in den Augen ihrer Nachbarn, und vor ihrer weiteren Existenz. Sie verlor auch den lieben Josef, der für sie zum Anker wurde. Wäre sie nur damals nicht so leichtsinnig gewesen. Aber kann man immer den Ruf der Liebe beherrschen, wenn man ein reines Herz hat, besonders wenn man so unschuldig, jung und lebensfroh ist? Und da erinnerte sich Maria an Elisabeth und ihr Kind. Plötzlich, wie erleuchtet, erfasste sie die einzige Notlösung ihrer jämmerlichen Situation. Ja, sie fand einen Weg, der sie nicht erniedrigte, sondern erheben würde. Jawohl. Ihre Empfängnis durfte sie doch genauso darstellen, wie es die Frau Zacharias tat. Das war eigentlich recht einfach und logisch. Und keiner würde es wagen, etwas dagegen zu sagen. Nur mies, ganz mies fühlte sich Maria bei diesem Gedanken. Es war ja abscheulich. Es war ein Betrug an dem lieben Josef. Ja, lieben. Merkwürdigerweise hat Maria ein bisschen Liebe zu Josef gespürt. Gerade in dem Augenblick, in dem sie ihn verlor. Oder war das nur ein Mitleid mit ihm und mit sich selbst? Gerade Josef, der sie zu seiner Braut erhob, verdiente von ihr eine solche Behandlung nicht. Nein, das würde Maria doch nicht tun. Sie würde wenigstens ab jetzt ehrlich sein, und als ehrliche Frau würde sie den Undank der Welt für ihre Ehrlichkeit über sich ergehen lassen. Sie würde die Stunde der Lust lebenslang büßen. Wie jede andere Sünderin. Wie furchtbar. Und auch wenn sie verbannt würde, sie hatte es verdient. Da bewegte sich plötzlich wieder etwas in ihren Bauch. Das Kind. An das Kind musste sie denken. War es nicht egoistisch, nur an sich und ihre Ehre zu denken und dafür das Leben und Glück des unschuldigen Kindes zu opfern? Sollte auch ihr Kind lebenslang verachtet bleiben? Für die ganze Welt als Bastard gekennzeichnet und abgesondert? Nein. Die werdende Mutter in ihr ließ sich nicht mehr zum Schweigen bringen. Ja. Maria wird büßen. Schwer büßen. Doch büßen auf eine Art, die dem Kind keine Schande zufügen würde. Jetzt. Jetzt musste sie es retten um jeden Preis. Und später. Später soll geschehen, was geschehen muss. Ja. Maria wird gleich lügen. Sie wird so lügen, wie es die Elisabeth vor ihr tat. Lügen bei vollem Bewusstsein ihrer Missetat. Dann würde sie sogar von der Welt belohnt. Die Welt möchte getäuscht werden, hat sie einmal jemanden sagen hören. Wie wahr? Nur vor sich selbst wird sie büßen. Jeder Tag, den sie noch zum Leben hatte, würde sie mit quälenden Gewissenbissen bezahlen müssen. Jeder ihrer Freude an ihrem niedlichen Kindlein würde gleichzeitig Marias Ekel über sich steigern. Gott würde sie sicher bestrafen. Marias Leben ist nichts mehr wert. Gibt es für sie überhaupt noch schlimmere Strafe als das, was ohnehin geschehen wird? Maria wollte aus ihrem Kind einen aufrichtigen Menschen machen. Wie konnte sie ihm als eine gemeine Lügnerin in seine Augen blicken? Sie hätte früher nie geglaubt, zu welcher Verfrorenheit sie sich unter den Umständen entschließen konnte. Teilweise tröstete sie sich damit, dass sie es dem Josef wieder gut machen würde. Ja, sie würde ihm viele seiner eigenen Kinder gebären. Sie würde zu seiner äußerst liebenden, mitfühlenden und opferbereiten Frau. Wenn er sie noch haben möchte. Das war's. Nun blieb ihr also nichts anderes übrig, als sich zu einem furchtlosen, überraschenden Gegenangriff zu flüchten. Entrüstet richtete sich Maria auf.
Mit stolzer Selbstsicherheit hob sie den zusammengesunkenen Josef auf einen Schlag gegen die Rücklehne auf. Jetzt wirst du mir zuhören, mein Eheherr und Gebieter. Ich kann deine Beleidigungen nicht mehr ertragen. Wie wäre es erstmal, ein klärendes Gespräch mit mir zu führen, anstatt mich anzuschreien, zu kränken und zu entlassen? Wie du dich sicher erinnern kannst, teilte ich dir gleich am Anfang mit, dass zwischen uns ein Geheimnis steht, das ich dir erst später verraten dürfte. Und jetzt ist der entscheidende Zeitpunkt gekommen. Josef betrachtete Maria mit angetrunkenen und von Schmerz gerörteten, tränenüberströmten Augen. Maria setzte gleich fort. Ich weiß, dass es dir höchst unglaublich erscheinen muss, was ich dir jetzt sage. Josef, doch du solltest glücklich sein, dass du zu meinem Gemahl geworden bist. Möglicherweise wirst du mich noch um Verzeihung bitten, nachdem du erfährst, wie sehr du mich kränkst. Maria gewann immer mehr Courage und steigerte den Klang ihrer Stimme, in die sie ihre ganze Überzeugungskraft legte. Du hast recht, Josef. Bis vor kurzem waren wir nicht zusammen, da ich mich in der heiligen Stadt befand. Du weißt auch, wo ich war. Im Hause des Priesters Zacharias. Ferner ist dir bekannt, was für eine unermessliche Gottesgnade der Elisabeth erteilt wurde. Ein Wunder war geschehen. Sie bekam einen Sohn nach all den traurigen Jahren ihrer Unfruchtbarkeit. Da Gottes Wille allmächtig ist, steht uns Menschen nicht zu, ihn zu kritisieren. Und eine unendliche Auszeichnung umfasst alle diejenigen, die die Ehre haben, zu denen zu gehören, an denen der Gott seinen Gefallen gefunden hat. Nach dieser Einleitung atmete Maria kurz aus und blickte den erstaunten Josef an. Jawohl, nicht nur die Elisabeth, sondern auch ich wurde beschenkt mit seiner Gnade, Josef. Ich hatte einen Traum, dass auch du dieses mein Geheimnis endlich erfahren dürftest. Es war sonderlich, nicht wahr? Es war sonderlich, dass Elisabeth erst in meiner Anwesenheit wie durch ein Wunder das erste Hupfen des durch Gottes Wunder erzeugten Kindes spürte. War dies nicht meine erste Auszeichnung, Josef? Oder glaubst du, dass im Hause des Priesters und seiner Frau, die vom Gott selbst ausgewählt wurden, irgendetwas Unzulässiges passieren konnte? In dem ganzen Haus war der allgegenwärtige Heilige Geist anwesend. Ich war nicht weniger überrascht als du, Josef, als ich entdeckte, dass Gott auch an mir Gefallen gefunden hatte. Ich hatte damals einen Traum. In dem Traum erschien mir ein Engel, der Bote Gottes, und sprach zu mir, dass ich vom Heiligen Geist unbefleckt empfangen habe. Josef schwieg. Und du, mein törichter Josef, du bist als näher Vater des Gotteskindes bestimmt. Wer von uns kann heute verstehen, zu welchem Zwecke es geschehen war? Sei also stolz auf deine Ehre. Hoffentlich begreifst du jetzt das Glück, welches uns in der heiligen Stadt begegnete. Sei stärker in deinem Glauben, Josef. Josef hörte mit aufgerissenem Munde der Rede Marias zu. Dann gähnte er tief und murmelte: Mein Sohn hätte meinen Beruf übernehmen können. Was soll ich mit einem Gottessohn? Und überhaupt? Mach aus mir keinen noch größeren Dummkopf, als ich es schon ohnehin bin. Dann, ohne sich zu entkleiden, rollte er auf seine Liege herunter und schnarchte sofort. Maria legte sich neben ihn. Das Schlimmste war für heute bestanden. Sie durfte jetzt bleiben. Sie würde auch diese erste Nacht in Josefs Haus übernachten, um ihm auch morgen ihre Rede, falls nötig, zu wiederholen. Und morgen? Morgen würde sie der Josef mit ihrem Kind wahrscheinlich nicht mehr von sich jagen. Dafür würde sie schon sorgen. Mit all ihrem weiblichen Charme. Morgen. Morgen, und alle folgenden Tage, würde sie aber auch hinter dem stehen müssen, was sie ihm heute offenbart hatte. Maria deckte sich bis zum Kinn zu und versuchte einzuschlafen. Doch der Schlaf kam noch eine geraume Weile nicht. Währenddessen drehten sich in ihrem Kopf die verschiedensten Gedanken. Hoffentlich war ihr Entschluss richtig. Sie wollte doch nur das Glück ihres Kindes sichern. Maria lag und überlegte alle möglichen Folgen des Weges, auf den sie gerade aufbrach.
Sie konnte nicht ahnen, was sie durch ihre heutige Rede alles in Bewegung gesetzt hatte. Sie konnte nicht ahnen, dass sie am Ende der logischen Kette der künftigen Ereignisse, die in dem furchtbaren Tod ihres lieben Kindes münden würden, dem schrecklichen Tod, den sie jetzt verschuldet hatte, dass sie diesen einen Abend und ihren rettenden Entschluss für immer verfluchen würde. Doch das Rad des Schicksals war nicht mehr zu stoppen. Kapitel 7 Die Vergebung. Wer Streit anfängt, gleicht dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Lass ab vom Streit, ehe es losbricht. Sprüche Salomons, Kapitel 17, Vers 14. Am nächsten Morgen wachte Josef ausgeruht und mit klarem Kopf auf. Erstaunt begriff er die Wahrheit des Spruches, dass die Morgenstunde Gold im Munde hatte. Seine Gedanken flossen wieder mühelos und geordnet. Obwohl er nach wie vor Schmerz im Herzen hatte, schien die Welt nicht mehr so tragisch zu sein wie noch am Vorabend. Josef lag noch eine Weile mit geschlossenen Augen. Neben sich hörte er das leise Atmen von Maria. Sie war also hier geblieben. Zum ersten Mal nach ihrer Verlobung blieb sie die ganze Nacht über in seinem Hause. Und das gerade in dem Augenblick, als er sie bereits entließ. Zum ersten Mal nach dem Tode von seiner lieben Frau Sarah wachte Josef in seinem Haus nicht alleine auf. Es war ein angenehmes Gefühl, neben sich wieder einen atmenden, warmen und wohlriechenden weiblichen Körper zu ahnen. Das ganze Zimmer war wie gefüllt vom neuen, wohlwollenden Sinn des Lebens. Josef drehte seinen Kopf zu Maria und öffnete langsam seine Augen. Dann stützte er sich auf die Ellenbogen und betrachtete nachdenklich die noch schlafende Frau. Das war also die Frau, die er so liebte. Die er noch gestern heiraten wollte. Von der er sich nach den langen Jahren seiner Einsamkeit endlich etwas Glück und Freude erhofft hatte. Die Frau, die ihn so schmerzlich enttäuscht hatte. Marias Brust hob und senkte sich im langsamen Rhythmus ihres Atmens. Sie sah so hilflos aus, dass Josef so etwas wie Mitleid mit ihr spürte. Wie tief und ruhig schlief das Mädchen noch. In diesem Augenblick seiner Träume war für es die Welt noch in Ordnung. Aber wenn es aufwacht, es würde bald begreifen, was es angerichtet hatte. Dass sein Leben ab dem Augenblick nichts mehr wert war. Maria würde nunmehr auch ihre Erfahrungen mit der Einsamkeit machen müssen. Falls sie nicht noch schlimmer bestraft würde. Die Maria bliebe verstoßen und alleine. Wie der Josef es früher war. So ein Kind. Marias weiteres Schicksal lag jetzt ganz in den Händen Josefs. Ausschließlich in seinen Händen, das wurde dem Josef klar. Marias weiche Gesichtszüge, die er so liebte, waren entspannt. Ihre Augen waren noch fest geschlossen, und ihr kindlicher Mund leicht geöffnet. Was für ein Jammer, dass sie so eine Verräterin war. Josef drehte sich wieder auf seinen Rücken. Er hatte noch Zeit, ungestört nachzudenken. Schwanger von Heiligen Geist. Wie irre. Glaube es, wer mag. So dumm war Josef nicht. Sicher hatte er das Recht, die ehebrecherische Frau zu verstoßen. Das war sein heiliges Recht, das im Gesetzbuch stand. Jeder würde ihn verstehen. Einen Stock über sie zu brechen wäre so leicht und so süß. So süß wie die Rache. Wie befriedigend und heilend wäre es, sich von den Gefühlen des verletzten Stolzes und der Gerechtigkeit beherrschen zu lassen und der Maria durch ihre Entlassung eine so tiefe Wunde beizubringen, wie sie ihn selbst schmerzlich verletzt hatte. Jawohl. Sowohl nach dem Gesetz, als auch nach dem menschlichen Brauch und Verstand, hätte er sein volles Recht darauf. Das wäre das Leichteste, das Genüsslichste und das Richtige. Dem Recht nachzugeben. Eine Bestrafung der Sündigen, als Warnung und Abschreckung für die künftigen Generationen durchzuführen. Auf diesem Prinzip steht ja das ganze menschliche Rechtssystem. Auf der mehr oder weniger verdeckten Rache.
egal ob der Sündige gleich nach der Tat dieselbe bereut hat oder nicht bereut. Das Gesetz wird ihn immer bestrafen, als ob er seine Tat nicht bereut hätte. Was ist der Sinn einer Strafe? Überlegte Josef. Eine Besserung des Sündigen? Auch wenn so eine Strafe durch die zeitige Einsicht seiner Tat bereits überflüssig wurde. Nein. Das Gesetz wird ihn trotzdem bestrafen. Warum? Zu der sogenannten Befriedigung der Gerechtigkeit, wie man versteckt das Rachegefühl der Außenstehenden bezeichnet. Andere sagen, zur Abschreckung der künftigen Sünder. Doch der, noch vor der Bestrafung auf den richtigen Weg zurückgekehrte Sünder bleibt immer auf der Strecke. Er muss büßen, obwohl er durch seine Umkehrung, durch seine Reue, durch seine neue Einsicht, bereits wie ein Unschuldiger von Gott behandelt wird. Josef überlegte weiter. Soll ich mich vom Gesetz, das Gott den Menschen gegeben hat, leiten lassen oder durch das Handeln Gottes selbst? Ist die Verstoßung der Maria tatsächlich das Richtige? Wäre es wirklich gut, von meinem Recht Gebrauch zu machen? Nein. Manchmal steht dem Menschen ein Recht zu, etwas zu tun oder nicht zu tun. Doch er spürt dabei, dass er gegen sein Wesen verstoßen hätte, falls er sein Recht tatsächlich in Anspruch nehmen würde. Manchmal würde er sich vor sich selbst damit demütigen. Der Wert eines Menschen wird ja gerade durch seine Fähigkeit bestimmt, von seinem selbstverständlichen und unumstrittenen Recht freiwillig Abstand zu nehmen, wenn er dadurch von einem anderen Menschen einen absehbaren Schaden abwenden könnte. Ein anderes Handeln, das restlose und rücksichtslose Ausnutzen jedes Rechtes, ist für einen niederträchtigen, egoistischen und kleinlichen Geist bezeichnend. Und solch einer war der Josef nicht. Und letztendlich, was hätte er dadurch gewinnen können? Er würde eine Frau verlieren, die er sich schon lange wünschte. Eine Frau, die schon vom Leben hart belehrt wurde, und die jetzt mehr als jede andere einen weiteren Fehler meiden würde. Eine Frau, die ihre Tat bereute. Die nun mehr als früher, für jeden schützenden Arm dankbar sein würde. Falls er sie verstoßen würde, würde nicht nur ihr Leben vernichtet. Auch der Josef bliebe wieder alleine. Josef müsste ein außergewöhnlich bösartiger und rachesüchtiger Mensch sein, um Trost im Unglück der armen Maria zu finden. Nein, sagte er sich. So handeln entweder Kinder oder die Dummen. Das gekränkte Trotzen gehört zu einem reifen Menschen nicht. Josef liebte bereits seine junge Frau Maria über alles. Er wollte sie nicht verlieren. Gewissermaßen begriff er sogar ihre möglichen Beweggründe für das, was sie ihm angetan hatte. Er hatte im Leben schon viel Schlimmeres durchgemacht und hatte viel Unglück um sich gesehen, um vorsichtiger in der Lenkung des Schicksals zu werden. Das war eigentlich der größte Vorteil seines Alters. Das war der Gewinn seines eigenen Leidensweges. An diesem Morgen wurde dem Josef klar, dass er Maria verzeihen würde. Solch ein Ausrutscher, der nur ihrer unerfahrenen und noch blauäugigen Jugend zuzuschreiben war, dieser Ausrutscher durfte ihr gemeinsames, künftiges Leben nicht zerstören. Er sollte es vielmehr festigen. Josef ahnte vernünftig, dass seine Maria künftig zu einer sehr guten Frau würde. Da sie sich in ihrer schwierigsten Situation befand, brauchte sie gerade jetzt, mehr als sonst, seine Erfahrung, ein bisschen Verständnis und seine schützende, männliche Hand. Erst jetzt konnte Josef den Vorteil seines Alters beweisen, der auf der großzügigen Nachsicht infolge seiner Erfahrungen beruhte. Einen Lebensbund einzugehen, das bedeutete auch verzeihen zu können. Nun war der Josef an der Reihe. Das nächste Mal konnte er wiederum vielleicht das Verständnis Marias brauchen. Wer wollte es schon vorher wissen? Josef setzte voraus, dass die Maria seinen Entlassungsspruch selbstverständlich verstehen würde. Doch er fühlte, dass er jetzt die einmalige Chance hatte, den künftigen, gemeinsamen Weg durch seine Vergebung noch wertvoller zu machen. Josef war sich sicher, dass er mit dieser seiner Großzügigkeit das Herz der verzweifelten Maria viel schneller gewinnen würde, als es sonst möglich wäre. Und schließlich. Jede Ehe wird durch eine glücklich überwundene Krise nur gefestigt. Denn jede solche,
Gemeinsam überwundene Krisen macht beide zu den eng vertrauten und fast verschwörerischen Verbündeten wieder. Marias heutige Verzweiflung ließe sie für das Entgegenkommen Josefs lebenslang dankbar sein. Der Witwer war ein praktischer Mann. Er war keinesfalls leichtgläubig. Nicht mal einen einzigen Augenblick glaubte er an die wundersamen Geschichten mit dem Heiligen Geist. Dem lebenserfahrenen Josef fiel vielmehr eine ganz andere, realistischere Erklärung für die wunderbaren Befruchtungen sowohl Elisabeths als auch Marias ein. Doch er entschloss sich der Sache nicht weiter nachzugehen. Wem nützte es hier noch mehr zu bohren? Jegliche Wahrheit würde ihm nur noch mehr Schmerz und Verzweiflung bringen. Es wäre also auch für ihn besser, den tatsächlichen Vater Marias Kindes nicht zu erfahren. So konnte er ihm im tagtäglichen Leben begegnen, ohne sich ständig aufzuregen. Und nur so konnte Josef auf die Dauer seinen inneren Frieden bewahren. Josef hatte eine kluge Entscheidung getroffen. Er würde die Maria behalten. Er konnte es auch bei ihrer Erklärung lassen. So bliebe der Maria und ihm selbst ihr Stolz erhalten. Ja, das wäre das Beste. So wäre auch ihm geholfen. Den Bruch mit der Maria wünschte sich der Josef am wenigsten, doch ihr Vergehen einfach zu übergehen, das ging auch nicht. Josef und Maria lebten ja nicht alleine. Sie lebten unter Menschen, die noch nicht so weit, wie er und seine edlen Überlegungen waren. Unter den Menschen, die sich nach der sogenannten Gerechtigkeit, oder besser gesagt nach der Rache und Schaulust sehnten. Josef musste als Mann seine Ehre nicht nur vor Maria, sondern auch vor den Nachbarn bewahren, wollte er von ihren Aufträgen leben. Wenn er den Anschein erwecken würde, dass er der Geschichte Marias mehr oder weniger geglaubt hatte, würde sich das Dilemma von selbst lösen. So würde Josef ein Argument haben, um sich und die Maria vor jeglichen Verleumdungen böswilliger Menschen zu schützen. Denn, und das war dem Josef sicher wie Tag und Nacht, denn diese Nachricht würde früher oder später die ganze Stadt Nazareth wissen. Deshalb weckte der besänftigte Josef seine schlafende Frau mit einem zarten Kuss, und über die mögliche Auflösung ihrer Ehe fiel kein Wort mehr. Josef zweifelte Marias Geschichte nicht an. Er nahm sie einfach so, wie sie ihm von Maria angeboten worden war, und kümmerte sich keinen Gedanken mehr um sie. Auch Maria wurde schon lange vor Josefs liebevollen Kuss wach. Ihr Herz pochte vor Aufregung, als sie sich plötzlich an den gestrigen Tag wieder erinnerte. Das war kein böser Traum, von dem man mit Erleichterung erwachte. Nein. Das war die fatalste Wirklichkeit. Schlimmere Wirklichkeit als jeder Traum. Aus ihrem Elend konnte Maria nicht mehr flüchten. Sie versuchte noch den Anschein ihres Schlafes zu verlängern, um auf diese Weise das Böse noch eine Weile von sich fernzuhalten. Was würde der Josef zu ihr heute Morgen wohl sagen? Würde er sie verstoßen, wie er es am Vorabend sagte? An diesem klaren Morgen klang selbst Maria ihre wundersame Geschichte vom Tage vorher unglaubwürdig. Sie, ein armes, sündiges Wesen, aus einem vom Gott vergessenen Nazareth, und ein Heiliger Geist? Wer wollte ihr sowas abnehmen? Von wem wollte sie es erwarten? Da war es besser, sich lieber noch nicht zu bewegen, um die Stunde der Wahrheit nicht jetzt gleich durchstehen zu müssen. Ein zarter Kuss ihres Mannes verwirrte und erfreute Maria gleichermaßen. War das vielleicht doch alles nur ein Traum gewesen? War sie vielleicht gar nicht in Jerusalem? Hatte sie nicht gesündigt? War sie nicht verheiratet und lag noch in ihrem jungfräulichen Bett in ihrem Elternhaus? Ein weiterer Kuss bestätigte der Maria, dass dies doch die Wirklichkeit war. Sie öffnete langsam ihre Lider. Weiche, liebevolle Augen des Josef hießen sie willkommen. Sein dritter Kuss gab ihr den endgültigen Beweis der Liebe Josefs und seiner Vergebung. Maria streckte ihre Arme dem Josef entgegen. Sie umarmte ihn und weinte sich glücklich an seiner männlichen Brust aus. An diesem Morgen wurden Josef und Maria endlich tief vereint. Auch die körperliche Besiegelung ihres neuen Bündnisses brachte beiden eine neue, positive Erfahrung.
Zu ihrem Erstaunen entdeckte Maria in Josef den liebevollsten Ehemann, der keinen Zweifel an ihren Worten äußerte. Maria fühlte sich dadurch verschmäht vor sich selbst. Ja, das ist keine Strafe, sondern ein Glück, den Josef heiraten zu dürfen. Der liebe Gott meint es mit mir noch einmal gut, und er hat mir verziehen. Wenigstens bis auf diesen ihren Fehler, galt Maria doch als ein Musterkind der Familie und Nazareths. Der Gott hatte es gewürdigt. Dafür sei sein Name gelobt, ging ihr durch den Kopf. Ab heute musste sie also ihre neue, unverdiente Rolle der einzig gehobenen Jungfrau spielen. Der einzig gehobenen Jungfrau Nazareths, ja sogar des Volkes Israels. Sie erzitterte bei diesem Gedanken. Die Rolle einer Jungfrau, an der der Heilige Geist wegen ihrer Tugenden seinen Gefallen gefunden hatte. Würde sie ihrer Rolle gewachsen sein? Maria vermisste nun die moralische Unterstützung der Elisabeth. Sie musste ab jetzt mit ihrer Geschichte selbst zurechtkommen. Der gute Josef wird sich sicher für sein gestriges Verhalten schämen, dachte sie. Wenigstens das hatte ihre Geschichte bewirkt. Deshalb musste Maria an ihr festhalten. Es sollte geschehen, was geschehen musste. Die Wahrheit würde für den Josef nur eine Beleidigung bedeuten. Die Wahrheit durfte der Josef also nie erfahren. Maria gab sich ein festes Versprechen, ihre Geschichte mit all ihrer Kraft zu untermauern. Wegen Josef, wegen ihres Kindes, wegen ihrer Eltern, wegen der Elisabeth, und schließlich wegen ihr selbst. Sie würde die Wahrheit der Geschichte dadurch beweisen, dass sie tatsächlich, ab sofort, zu der sittsamsten und tugendhaftesten Ehefrau würde, und dass sie von ihren Behauptungen in keiner einzigen Einzelheit abweichen würde. Erst jetzt merkte Maria, was für ein Mensch ihr Josef war. Hätte er ihr nicht geglaubt, wäre sie entschlossen gewesen, einen harten, verbissenen Kampf um die Herkunft ihres Kindes auszutragen, egal mit welchem Ausgang auch immer. Doch Josefs überlegte Ruhe öffnete der Maria ihre Augen viel mehr, als der heftigste Streit, bei dem sie hartnäckig auf ihrem Standpunkt beharrt hätte. Josefs ruhige Art hielt ihr auf eine ganz sanfte Weise einen Spiegel ihrer Einfältigkeit vor. Plötzlich betrachtete Maria zu ihrer Verwunderung die vorherige Berauschung in Jerusalem als eine unangenehme Episode ihres Lebens. Sie verübelte dem Kaiphas, dass er bereit war, nur für die Befriedigung seiner körperlichen Lust ihre erste Liebesschwärmerei auszunutzen. Diese Prüfung näherte den Josef der Maria. Ihre Gefühle füreinander wurden rücksichtsvoller und tiefer. Wie jede gute Ehe, die ins Schwanken geriet, zerfiel auch ihre Beziehung nicht, sondern sie wurde gestärkt. Maria kompensierte manchmal ihre Selbstschuldgefühle, indem sie von Zeit zu Zeit die unglaubliche Legende ihrer unbefleckten Empfängnis wiederholte. Und der Josef ließ sie dabei. Er sagte sich immer, dass es in diesem Falle auch für ihn besser sei, lieber weniger als zu viel zu wissen, und deshalb zwang er sich, den Einzelheiten nicht nachzuforschen. Das Leben kehrte zu seinem normalen Gang zurück. Der Leib von Maria wurde immer voller. Es war die höchste Zeit, die Verlobungszeit etwas zu verkürzen und die Hochzeit vorzubereiten. Der Sommer näherte sich seinem Ende zu. Den Verlobten kam nun die Herbstzeit entgegen, denn es war ein Brauch, den Hochzeitstag möglichst auf einen Tag nach der Ernte zu verlegen.